Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir befinden uns weiterhin im Secret Paladin-Rausch. Und ja, wir haben jetzt leider das zweite Mal verloren. Aber ich meine, 10 Siege Guter stehen. gegen Rexha. Zwei Das Niederlagen Jahr stehen beginnen. ungefähr 20 Ehrenhaftes. Siegen gegenüber. Ich würde sagen, das können wir noch gerade so verkraften. Und wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter, Leute. 20 Siegen, was da war ich, ey? Ne, zwei Niederlagen stehen ungefähr 11, 12, 11 oder 12 Siegen gegenüber. Aber ich denke, das ist auch noch ein guter Wert, mit dem man leben kann. Muss es nicht, aber man kann. All day. Ah, ja, auch noch gut. Ja, hier habe ich auch einen Plan. Aber das ist doch eine. Hier, kann man den geisterhaften Krabbler mit den Erlösungen kombinieren. Und dann hat man doch ein extrem schönes Ergebnis. Ich verrat's Weil ich niemandem. jetzt ja tatsächlich das so machen muss. Und dann kommt gleich der geisterhafte Krabbler dazu. Zwei Schaden. Egal, wen er jetzt platt machen will von meinen Kreaturen. Kämpft an meiner Seite. Das wäre okay. Das wäre okay. Ja. Ich Da ist sie nochmal. Ach, scheiße. Mit nur einem. Ich glaube, er hat den Angriff schon durchgeführt, sonst hätte er das eben nicht getan. Ich habe keine Falle. Ich habe keine Falle. Verdammt. Ja, nochmal zwei Schaden in die Fresse. Wir sind hier der Face Paladin. Junge! Ich lass die Let's do Runde this! kommen. Shit. Shit, man. Aber das regeln wir auch. Klatschen wir das mal weg. Und wieder drei Schaden in die Fresse. Ja, es läuft jetzt nicht so ultra mega diese Runde. Es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn der mysteriöse Reiter kommen würde, bevor wir komplett zerfickt werden. Ei, ei, ei. Noch nicht. Für die Gerechtigkeit. Den weg, den weg. Ah, es ist aber okay, ne? Ich meine, wir haben jetzt hier Dr. Boom auf der Hand, Tyrion, Fordring. Aber es wäre schon besser, wenn jetzt der mysteriöse Reiter kommen würde. Und ich meine es ernst. Sonst haben wir vielleicht ein Problem. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Für die Gerechtigkeit! Melde mich zum Dienst. Für die Gerechtigkeit. Das war's. Moment, schon mal die weg. Oh mein Gott. Das gefällt mir gerade nicht. Na, mal gucken, was er dagegen hat. Oh mein Gott, ich will dich verlieren.
aber ich habe kein gutes Gefühl. Ja, genau. Gut gespielt. Immerhin. Immerhin. Jo, läuft, beste Karte. Gut, er könnte natürlich jetzt trotzdem irgendwas haben. Mal so. Stellt mich nicht auf die Probe, Kind. Für die Gerechtigkeit. Puh, also das ist noch nicht gewonnen. Das Ding ist, die Jäger haben ja gerne die Möglichkeit, sehr viel Schaden in einer Runde anzurichten. Oder haben die Stärke, sehr viel Schaden in einer Runde anzurichten. Und ich glaube, dass das hier trotzdem trotz allem kein Sieg wird. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Melde mich zum Dienst. Nicht auf die Probe, Kind. Für die Gerechtigkeit. So, ich hoffe, Lotep rettet uns den Arsch, dadurch, dass er jetzt sehr viel Mana bräuchte, um überhaupt Schaden anzurichten. Na, das, der wird doch bestimmt 5 Schaden jetzt mir ins Gesicht jagen können. Das ist hier ein Wildtier. Nur das dürfte nicht reichen. Na, kommt da noch was? Kommt da noch was? Nee, ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Es tut mir leid. Das Ende nach. Das Ende. Bounce. Da 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 dam, da 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 dam. Noch eine Runde. Uta gegen Thrall. Thrall. Die Zeit ist gekommen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Thrall. Thrall hatte ich noch nicht. Das ist der einzige. Das ist die einzige. Ne, Mage hatte ich auch noch nicht. Gegen Secret Parlor. Mage und Schamane sind die einzigen Klassen, die ich jetzt noch nicht hatte. Jetzt habe ich den Schamanen. Ich bin gespannt.
Oder hatte ich den Schaman gleich am Anfang sogar nicht? Nee, ich glaube, ich hatte den Schaman sogar gleich am Anfang einmal. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, der Start ist auf jeden Fall nicht ideal. All day, was ist denn los hier, ey? Der dreht ja richtig am Rad am Anfang. Ich hoffe, der Shit trifft jetzt auch vernünftig. Sonst haben wir gleich ein Problem. Alter, dann hau doch wenigstens den einen einzigen Wolf weg. Ja, ist richtig. Ja, komm, ja, gönn dir, Alter. Was ist denn los? Ist klar, Kollege, ist klar. Ja, da ist wieder mein Pech. Da ist wieder mein Pech. Oh, da haben wir einen. Ah, jetzt haben wir immerhin einen davon weggehauen. Okay, was hat er jetzt vor? Ach, er will mein Messer-Jongleur fisten. Alter, er will echt alles wegräumen, ne? Was für ein dreckiger Bastard. Und dann hat er das auch noch. Ist doch Absicht gewesen, oder? Spaß hier, ey. Egal. Nächste Runde kommt unser mysteriöser Ritter. Der wird das Ding wieder auf den Kopf stellen. Ja, da ist zwar schön und gut gewesen, dass er am Anfang viele Kreaturen hatte und richtig hart gepusht hat. Aber gut, der Zombie-Fraß hilft ihm nicht lang, ne? Der heilt mich jetzt schön hoch, dass alles wieder von vorne losgeht. So viele Fallen verbraucht. Gut, Heldenopfer ist wichtig. Melde mich zum Dienst. Schaden. Ich weiß jetzt nicht genau, was der so für ein Ziel verfolgt mit seinen Kreaturen jetzt. Wobei, es wird wahrscheinlich gleich so ein Schlangenzungen-Totem kommen. Wenn er es hat. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Okay. Okay, das war eine gute Kombination, muss ich schon sagen. Es bleibt nicht viel Zeit. Das kam natürlich nett. Alter Schäde, ja. Ja, bombenmäßig. Ohne Weihe würde ich sagen, sind wir gefickt. Ja, und da ist kein Weihe. Ich verrat's niemandem. Kumbaya. Melde mich zum Dienst.
Kumbaya. Ach, einfach 10 Schaden in die Fresse, ey, wir haben keine andere Wahl. In your face, bitch. Ja, war ein interessantes Deck von ihm. Scheint auch ganz gut zu fruchten. Ist natürlich genau aufgegangen, seine Taktik. Und eigentlich habe ich dem jetzt auch nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, das war's. Schön! Schönes Ding! Läuft! Naja, dritte Niederlage mit dem Secret Paladin. Es wird langsam schwieriger hier oben wieder. Man merkt wieder, dass man langsam in den kritischen Bereich kommt. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Und dann sage ich erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao.